Konfuzius sagt, ein Tag, an dem du nicht gelacht hast, ein verlorener Tag. Lustiges aus Versicherungsschadensmeldungen. Ich kann nicht schlafen, nur weil ich Ihre Versicherung betrogen habe. Darum schicke ich anonym 500 Euro an Sie. Wenn ich dann immer noch nicht schlafen kann, schicke ich Ihnen den Rest auch noch. Ich lege Wert darauf, dass Sie mir Ihren Vertreter, Herrn Baumann, schicken, der es mir beim letzten Mal so schön gemacht hat. Der Hirsch nahm seine Beine unter den Arm und verschwand im Unterholz, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ich fuhr rückwärts und konnte daher nicht nach vorne sehen, als das Auto von rechts kam und links in meine Seite fuhr. Ich verletzte zuerst die Vorfahrt und dann den von rechts kommenden Radfahrer. Ich bin in eine Sekte eingetreten. Jetzt weiß ich, dass ich ewig leben werde und kündige darum meine Lebensversicherung. Ich bin versicherungsmäßig nicht vorgebildet und kann daher nur wahrheitsgemäß antworten. Vorerst habe ich nicht die Absicht zu sterben und brauche deshalb keine Sterbeversicherung. Wenn es soweit ist, dann rufe ich bei Ihnen an. Dr. K. hat mir neue Zähne eingesetzt, die zu meiner Zufriedenheit ausgefallen sind. Letztes Jahr bin ich schwer krank gewesen und zweimal fast gestorben. Da könnten Sie mir doch wenigstens das halbe Sterbegeld ausbezahlen. Konfuzius sagt, eine positive Bewertung und ein Abo erhöhen deine gute Laune um mindestens 400%.